Viewer discretion is advised. Ich war bekloppt und ich glaube, ein Zug kommt. Das wird enger. Das wird schweineenger. Jung, wir sind... Das wird eng. Das wird nicht. EMS kommt zu spät. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 LSPDFR. Wie in der letzten Folge ja schon angekündigt, spielen wir heute nochmal als SWAT oder als SEK-Beamter in unserem neuen Skin von Leuten von Top Mods. Aber diesmal hier auf dem Land in Blaine County sind die Shores. So, schauen wir mal, was hier uns heute für Einsätze so erwartet. In der letzten Folge war es ja eher kleinere Sachen mit bewaffneten Personen oder gesuchte Personen. Da war das relativ chillig. Und ich bin mal gespannt, was uns heute so erwartet. Wir haben eine Nachtschicht vor uns. Sprich, das ist die Zeit, wo die ganzen Gangster herauskommen. Ja, ja, macht mal einen ruhigen. Dass ihr noch nicht ins Bett müsst. Attention Unit 1, oh. Lincoln 18. Citizens report a suspicious vehicle on Joshua Road. So, jetzt geht das Suchspiel los. Geschmuggelte Immigranten in einem LKW. We have a traffic alert on Joshua Road. Müssen wir ja ein bisschen aufholen. Die Schüsse sind relativ weit weg. We have a traffic alert on Joshua Road. So, nein, du bist kein LKW. Ach du Scheiße, die haben einen Vorsprung. Joshua Road. Die werden wir kriegen. Ein Mule 3 Fahrzeug mit 638 am Ende. We have a traffic alert on Joshua Road. Crazy shit. Und dann sehen wir noch kein LKW. Der hätte auch hier abbiegen können. Ich hoffe nicht. Nein, Gott sei Dank. Platz da. Da vorne war da. Wir haben ihn. Jungs, wir haben ihn. Dispatch, haben den LKW eingeholt. So, dann halten wir natürlich jetzt mal an. Komm mal rüberfahren. So, dann bräuchten wir Perfect Backup, definitiv. Ja, wir sind in der richtigen Position. So, warten natürlich hier auf jeden Fall auf Verstärkung. Weil mit Immigranten, das sind einige. Sehr schön, die Jungs sind da. So, da kannst du jetzt losgehen. Wir bewaffnen uns mal. Natürlich gleich mit einer richtigen Waffe. So. F. So, komm mal, Hände hoch. Plus einer oder was? Willst du mich verarschen? Ich hab doch gerade... Oh, Kinders. Ihr scheiß Immigranten. So, jetzt ist gut hier. Ich habe gesagt, Hände hoch. Runter auf den Boden. So, den anderen, den Fahrer, haben wahrscheinlich die Kollegen gekriegt. So, sie sind vorläufig festgenommen wegen illegalen Aufenthalts.
Jim Dave, bräuchte einen Transport, bitte. Dispatch an meine Stelle. Sie können gleich mal mitkommen. So, die steigen wieder ein. Okay, sieht jetzt nicht so aus, als wäre der andere festgenommen worden. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir den, der hier illegal eingewandert ist. So, Abschleppwagen ist auch schon da. Es geht heute Schlag auf Schlag hier. Herrlich. So soll es sein. So. Nimm das Ding mit. Genau. Sehr schön. So, und damit sind wir am Ende mit diesem Einsatz. Dispatch, wir sind Code 4. Warten auf den nächsten Einsatz. Das endet tödlich, das endet tödlich. Ach, come on. Ich bräuchte mal Unterstützungseinheiten hier. Dann rennen wir halt hier im Kreis. Komm, wer ist bereit dafür? Boah. Ich bräuchte mal ganz schnell Hilfe. Nee, nee, du schlägst mich ja nicht. Come on, Hände hoch. Zack. Polizei, come on, Hände hoch. Lass es. Hände hoch. Kann einer abhauen? Da rennen wir natürlich auch noch hin. Ihr kleinen verrückten Headnecks. Ich würde aufgeben. Lässt sich schon mal mehr festnehmen wahrscheinlich. Ach, ein Baseballschläger hat er auch schon noch. Okay, dann bräuchten wir hier einmal Corona bitte an meine Stelle. Die Frau ist mittlerweile auch tot. Was ist denn hier los? Was habt ihr für einen Streifenwagen? Ja, das ist der beste Beweis dafür. Irgendetwas ist schief gegangen. Schwarzen BMW haben wir gar nicht. Blaulichter funktionieren auch gar nicht. Eieieiei. Wenigstens ist die Unterstützung schnell eingetroffen. Corona kann jetzt ihre Arbeit machen. Komm, Jungs. Ehrlich jetzt, macht die Sirene aus. So, ihr macht das schon. So, Dispatch, wir sind auf Code 4 und warten auf den nächsten Einsatz. Eieieiei. Unterstützung. Für einen Gefangenentransport. Das ist wieder ein Einsatz mal für das SWAT-Team. Platz da, Jungs. Na, hier rein. Wahrscheinlich ins Gefängnis begleiten, ich weiß es nicht. So. Nein. Park up behind the vehicles. Ach, okay, der wurde festgenommen und den sollen wir jetzt wegschaffen. Ach, come on. So, Y. Ja, wir sind die schnellsten. Okay, über eine rote Ampel ist er gefahren. Oh, und einen Haftbefehl. Na, sehr schön. Oh. Mit du Fore. Steig ein. Sehr schön. So. Dann bringen wir den mal in das nächste Gefängnis. Natürlich mit Blaulicht und Sirene. Das hat er sich verdient. Wenn man ein böser Kopf war, könnte man wieder rauslassen. Oh nein. Wir bringen ihn hier ins State's Prison. 1,7 Kilometer, das geht ja noch. So. Und ist es schon? Citizens report, person hunting without a permit in Grande Sonora Desert.
Okay, bewaffnete Leute hier. Die wollen wir wahrscheinlich befreien, oder? Aber wir sehen keinen. Wir fahren weiter. Come on. Wir ignorieren das. Wenn dann ist es ein ganz schlechter Befreiungsversuch. Muss man sagen. Gibt noch ein paar Jahre für ihn mehr. So. Uns hält keiner auf. Ihn bringen wir im Gefängnis. Oder zum Gefängnis. Koste was es wolle. So. Machen wir heute wieder wahrscheinlich einen super Wachmann, der hier uns nicht das Tor aufmacht. Na ja, komm, mach. Ein Stück. Ah, sehr schön. So, Jungs. Einmal abgeben, bitte. So. Viel Spaß im Knast. Attention, this is dispatch. We are code 4. No further units required. So, Brüssener ist abgegeben. Wir sind Code 4 Dispatch. Schau mal die Schranke auf hier. Meine Fresse. Jahrelang zusammen studiert, aber die Schranke kriegt er nicht auf. Sehr schön. So, Verkehrsunfall. Ignorieren wir. Ist kein SWAT-Einsatz. Im Moment ist auch alles ruhig hier. Ich fasse es nicht. Was ist denn das heute für eine Schicht? Oh. Da ist einer bewaffnet. Wieder einmal. Natürlich ein Einsatz für das SWAT-Team. SEK ist auf dem Weg. D5, was ist D5? Auf jeden Fall nehmen wir erstmal eine Waffe. Ich kann auch so mit dem reden. Nein. Was soll mit dem reden? Wir haben geredet. Ja, wir haben mit ihm geredet. Dankeschön. Good work. Ja, da gab es eher typisch paar auf die Fresse. Wir wird nicht geredet. SEK redet nie. So, Jungs, einmal eintüten, bitte. Kieferbruch direkt hinten rein. Fertig. Feierabend. So. Wir reden nicht. Das liegt SEK-Beamten gar nicht, das Reden. Mann, 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 Mann. Oh, weia, sexuelle Belästigung. Sexuelle Belästigung. Da müssen wir sofort hin. Schwerer Straftatbestand, wie man das so schön sagt. So. Das ist wieder ganz woanders. Und uns hat gerade eine Verfolgung begonnen. Da sind sie doch. Komm mal, Polizei! Polizei! Stehen bleiben! Naja gut, bei der Frau wundert mich das auch nicht, dass der olle Sack drauf will. Hände hoch! Runter auf die Knie, mein Freund! Oh, echt jetzt! Bräuchte dringend EMS an unsere Stelle. Ja, komm ich schneller weg, dann kriegt er einen Herzzusammenbruch oder was? Ich war bekloppt und ich glaube, ein Zug kommt. Das wird enge. Das wird schweineenge. Jung, wir sind. Das wird eng. Das wird nicht. EMS kommt zu spät.
Was ist das denn für eine Sauerei? Vom Zug. Also wenn das Anschießen ihn nicht hingerafft hat, dann spätestens der Zug. Was ist das denn für eine Sauerei? So, Dispatch, EMS hat sich erledigt. Bräuchten einmal Corona an meine Stelle, bitte. Sehr schön. Gut, EMS ist eingetroffen, aber bräuchten trotzdem noch Corona, weil das hat er definitiv nicht überlebt. Hättest du mal lieber die Frau in Ruhe gelassen? So, Corona trifft ein. Eieieiei. Vom Zug überfahren. Können wir nur hoffen, dass er vorher schon tot war. So, EMS ist gleich abgezogen. Corona kümmert sich drum. Sehr schön. Damit sind wir auf Code 4 Dispatch. Eieieiei. Muss er natürlich auch mitten auf dem Schienen sterben. Ich war bekloppt, ey. Ich war bekloppt. Danke, dass ihr wartet. Ist das nett von euch? Das gibt's da nicht. Windcraft Auto. Nein, ist nichts für uns. Wir warten auf einen passenden Einsatz. Wir bringen ja nichts zurück. Das ist auch kein SWAT-Einsatz. Aber ich würde sagen, nur SWAT. Wir sind jetzt SEK. Wir müssen uns noch dran gewöhnen. Angriff, das ist bei uns hier. Angriff, das ist nie gut. Attack. Platz da. Ich muss hier runter. Da ist er. Angriff mit Waffe, Angriff mit Auto. Geklärt, mein Freund. So, einmal Corona bitte. Das machen wir jetzt brutal, das ist mir egal. Sperren die ganze Scheiße hier noch ab. Einmal absperren bitte. Dankeschön. Ich weiß, ich bin im Weg. Ja, ihr braucht nicht wenden, Corona. So, Opfer konnte natürlich entkommen. Ach, die Corona, die sind die schlauesten heute. So, machen wir komplett dicht hier. Oh, echt jetzt? Jetzt hat es die Frau auch noch hingerafft. Ich war bekloppt. Ja, ich bräuchte einmal Corona, bitte. Und die Frau hat sie hingerafft. Und das mitten auf der, auf dem Freeway. Ich war bekloppt. So, Jungs, ist mir scheißegal, wie ihr das macht. Und wir fahren mir meine Zeichen kaputt. Ja. Schön getuned. Zack. Nee. Eigentlich eher so. So gefällt mir das. Ja, Corona ist wieder mal im Stau, ich weiß. Es ist hier komplett dicht. Ich war bekloppt. Kommt natürlich zu Unfällen. Ja, fahr mir meine Absperrung kaputt, du Vogel. Weißt du, was ich hier mache? Kriegst du noch eine hin. Seht ihr, was gesperrt ist. So, wir warten auf die Corona. Dann kommen wir schon langsam wieder zum Ende unseres Einsatztages. Hier geht nichts voran. Die Corona fährt dahin, wo sie hinwollen, aber nicht, wo sie sollen. Nee. Hier ist Feierabend. Es reicht. Bis die Corona hier eingetroffen ist, ist hier Feierabend, Jungs. Zack. Es reicht. Gleich kommt mir die Meldung, dass Corona im Stau ist. Okay, die Leiche ist plötzlich weg. Kann ich sie trotzdem nur weiter nicht aufgeben. Ach, Corona ist da. Sehr schön. Ah, wir konnten sie retten, aber sie hat sich dann auf dem Freeway überfahren lassen. Ist allerdings ärgerlich. So, wir können die Absperrung aufheben. Übertreib's nicht. Fahr einfach los. So.
Ja, dann würde ich sagen, war das eine neue Folge von GTA 5 LSPDFR. Nochmal als SWAT heute, diesmal auf dem Land. In der nächsten Folge werden wir dann, denke ich mal, am Montag, ja, als Streifenpolizist wieder unterwegs sein. Mal gucken, vielleicht auf dem Land, vielleicht auch in der Stadt. Lasst es euch überraschen. Ich bedanke mich erstmal vielmals, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und hoffe natürlich, ihr seid dann bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin verabschiede ich mich und sage Tschüss. Bis dann. We have a 148 in Grande Sonora Desert.